Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 9. September. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Aktuell haben wir einen Kurs von 15.547 Zähler. Wir platzieren unten erstmal die Big Number 15.500 und schauen, ob der Kurs sich da in die Richtung nach unten bewegt und gehen auf die Blue Boxen einmal rein. Wir haben 12er, 16er, 28er und die sind alle sauber gestern. Ihr seht es hier in den TP gelaufen. 50er handeln wir ja nicht und die Vola Box. Schauen wir jetzt direkt mal rein. Wo kommt die Vola Box? Bei 15,6 heute, also direkt bei der Big Number 15.600, da kommt auch eventuell ein Trade rein. Gut, wie immer morgens gehen wir einmal auf die großen Zeitebenen. Und fangen heute an ganz oben mit den DAX, neues Chartfenster, Vorlage, Zickzacklinie, gehen auf Daily und Daily sind wir short. Also Daily sind wir klar short. Wir haben ein Gap von gestern bei 15.615. Durchaus denkbar, dass wir da heute noch mal hinlaufen. Deswegen auch hier Blue Box, Vola Box bei 15.600. Interessant. Heute, wie gesagt, keine Hedge-Auflösung für alle Clubmitglieder. Heute EZB-Sitzung, ist immer leichte Gefahr. 4 Stunden sind wir short im DAX. Stunde short, 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short. Bei der Vorlage Tagesstrategie Pro, einer unserer Setups, ja, da gestern das Signal für den ersten Trade, wenn wir auf Weekly-Basis gehen, sehen wir das Tief, Corona-Tief, das Hoch jetzt. Wohin kann der Markt korrigieren? Wenn wir da jetzt mal die Fibonacci-Zonen reinlegen, ist die Minimumkorrektur bei 14.170 und das 38er-Retracement von dieser großen Strecke von Corona liegt bei 13.000 Punkte. Wenn der Markt dorthin läuft, ist alles immer noch sehr, sehr bullisch. Ja, wäre dann die Zone hier 61,8 Retracement. Da, wo der Trendwechsel ist, ist dann erst bei 11.156. Also bei 13.000 Punkten glatt, wenn wir uns das mal hier definieren und dann auf Daily-Basis gehen, sehen wir da unten, das wäre die Strecke 23, wäre hier unten. Also da wäre noch Luft. Wer also auf fallenden Kurs spekulieren möchte, wir haben den 50er, den 100er Moving Average. Exponentiell liegt direkt hier bei 15.476 und dann geht es weiter in Richtung 200er Moving Average. Das wäre dann 14.900. Leichte Orientierung kann natürlich alles sein, wenn die Wirtschaftsnachrichten anders ausfallen und so weiter. Ja, aber der Markt versucht jetzt erstmal Luft zu holen. Zickzack-Linie. Wir gehen weiter und gehen in den nächsten Markt. Das ist Gold. So, Gold auf Daily-Basis. Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Short. 15 Minuten Short und 5 Minuten Long. Öl. Auf Daily-Basis nach wie vor Short. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also leichte Tendenz nach oben. Nasdaq Technologiebörse, Daily Basis, Long, 4 Stunden Short, also hier im Wechsel. Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten auch Short. S&P 500, Daily Long. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5, also auch hier die großen Indizes Richtung Süden. Gehen wir in Bitcoin, also der Bitcoin sehr volatil nach wie vor. Wir hatten das Hoch bei 54 wieder,
53 aktuell sind wir long auf Daily Basis. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch long. Ethereum 3400, Daily Basis long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short und 5, 30 long, 15 auch long und 5 auch long. Gut, das kurz die Wettervorhersage oder Überblick auf den heutigen Tag. Was sind oder wie sehen unsere Zielvorgaben aus? Wir spekulieren erstmal auf die 15.507. Ich schaue einmal kurz in mein MTX Trade, da läuft ja auch noch einer. So, Sell bei 15.536, auch hier ziehen wir, haben wir auch schon den Take Profit weiter nach unten gezogen. Ja, wenn der Trade jetzt läuft. Gehen wir auch hier auf das Gewinnziel, geht weiter runter. So. So, 9 Uhr, es geht los. 15.507, die Big Number. Also, wenn der Kurs jetzt hier reinläuft, ich mache das mal ein bisschen größer. So, die Order ist scharf geschalten. Der Eröffnungstrade am 9. September. Wir sind jetzt long. Ich mache mal hier wieder auf unser abweichendes Ziel an. Wie immer jeden Morgen. Und dann schauen wir, ob der erste Trade oder zweite Trade hier in den Gewinn läuft. Gap haben wir. Wir bleiben jetzt. Und das war der Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Wir platzieren jetzt nochmal die Big Number rein. Verabschiede mich aber für unser Videologbuch. Wünsche euch gute Trades. Morgen gibt es kein Eröffnungstrade. Nur für die, die das Gewinnspiel auch machen. Wir starten erst wieder am Montag. Morgen haben wir hier Präsentation von unseren neuen Tools. Also dann schon mal den YouTubern ein schönes Wochenende und bleibt gesund.